Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 16 Ultimate Team. Ich bin gerade am überlegen, ob ich vielleicht sogar Kalou meinen Chemistry Style gebe, den ich habe. Der spielt so gut. Chemistry Style. Haben wir drei Stück. Zweimal Hawk und einmal Artist. Ich meine, Tempo, Schuss, Physics ist doch eigentlich genau das, was Kalou braucht. Weil er hat nur 78 Tempo, also ist eh nicht der schnellste. Schuss ist auch nicht der beste, obwohl er die Tore schießt. Und Physik sowieso nicht. Also, gehen wir ihn. Mal schauen, ob er jetzt komplett einbricht oder noch besser spielt. Oh, Perisic müssen wir mal auf die Bank setzen, damit er sich regeneriert. Und dann schauen wir mal. Ah ja, ich wollte noch mal gucken, ob Gustl, wie ich ihn gerne nenne, Linksfuß ist. Tatsache, Linksfuß. Okay, gut zu wissen. Also habe ich nicht die ganze Zeit mit seinem schwachen Rechten abgeschlossen, sondern immer schön mit dem Linken, ich glaube in der vorletzten Aufnahme, ins lange Eck. Schön rein. Hoffen wir mal, dass es weiter so gut läuft. Die ersten zwei Spiele haben wir jetzt gewonnen in Liga 5, Saison 2, glaube ich. Nee, Quatsch, Saison 3 müsste das schon sein. Einmal sind wir ja abgestiegen. Sieht gut aus. FC Newton Heath. Mannschaftsname FC Newton Heath. Oh, oh, orange Latenz. Zum Glück habe ich noch gesehen. Zurück habe ich noch gesehen. Orange Latenz. Da gehen wir mal lieber. Gegen einen Laggy Lag Lag möchte ich nicht spielen. Komm, 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 komm. Na? 3, 2, 1. Oh mein Gott, wenn jetzt abbrecht, dann habe ich das. Ah, Glück gehabt. Brothers! Tom CCS. Mannschaftsname Hunters. Okay, dann nimmt er das dunkle Trikot von Bayern München und hat. Oh, ich habe gehört, dass Benzema richtig geil sein soll. Und das daneben ist, glaube ich, Griezmann, der auf jeden Fall geil ist. Und als ZOM groß, breitfüßiger, absolut Monster-Distanzschütze. Und Ter Stegen hat eine Gold-Trainingskarte drauf. Aber er ist auf jeden Fall keine Pace-Hore. Er hatte, glaube ich, zwei eher langsame Innenverteidiger als Beispiel. Und es gibt mit Sicherheit in der Liga BBVA auch genügend Schnelle. Puh, vielleicht gibt es mal wieder eine Niederlage. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir zumindest vorstellen. Weil er halt auch echt geile Stürmer hat. Bei Griezmann habe ich selber schon öfters gemerkt, dass der gefährlich werden kann. Und Benzema habe ich halt nur Gutes gelesen. Und ist halt auch ein 86er Stürmer. Warum hat er denn? Ist halt auch ein 86er Stürmer. Also kann man das, denke ich, erwarten, dass der wahrscheinlich abgeht. Oh, war abgefälscht? Nee, einfach zu sehr aufgezogen wahrscheinlich. Scheiße. Aber war schon mal eine gute Idee. Hätte man, denke ich, hätte ich, denke ich, besser schießen können, dann wäre es ein Tor gewesen. Oh, Mist. Gianluca macht Mist. Man macht richtig Mist, Gianluca. Aber der Gegner spielt nicht wirklich die Situation gut aus, deswegen hat es so geklappt, wie ich wollte. Das war nicht so, wie ich wollte. Halt, Leno! Dann mal einen schnellen Angriff über Draxler. Oder halt auch kein schneller Angriff, sondern langsamer. Hätte eigentlich auf Passen gedrückt. Hm. Wahrscheinlich hat er genau in dem Moment gefoult, deswegen hat es nicht geklappt. Ich glaube, das ist keine Situation, wo ich jetzt unbedingt direkt aufs Tor schießen will. Mal probieren könnte man es. Aber ich sehe halt nicht, wie weit es entfernt ist. Deswegen kann ich abschätzen, wie weit ich aufziehen muss. Ich mache mal eine Flanke. Hat nicht geklappt, aber das müsste eine Ecke sein. Und... Oh! Hat er fest? Verdammt nochmal! Der Pass war halt nicht geil, aber okay, es ist halt ein Innenverteidiger.
Sehe nicht, wo er ankommt. Und mit dem schwachen Linken abgefälscht. Oh, was macht denn Ter Stegen da? Oh, geht aber hier aufregend los, das Spiel. Und da muss er direkt, korrigieren. Er hat gemerkt, Aufstellung funktioniert so nicht. Ich muss korrigieren. Schade, dass es noch kein Tor gibt. Ach, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich da mit Kalou wahrscheinlich zu sehr aufgezogen habe. Ich glaube, das war mein Fehler. Ich glaube, ich habe etwas zu sehr aufgezogen. Und deswegen schießt er da drüber. Ärgerlich. Da ist er wieder bei uns. Wieder abgefälscht, aber leider wieder nicht drin. Aber es geht gut weiter. Also ich würde sagen, ich bin besser als der Gegner. Das ist schon mal nicht schlecht. Oh, ich hatte eigentlich direkt auf Passen gedrückt. Fuck, fuck, fuck. Aber kommt er direkt... Oh, unterbrochen wollte ich sagen. Aber jetzt machen wir es selber wieder heiß. Nicht so geil. Och, merkwürdiger Pass von... Çalhanoğlu. Da war, denke ich, ein bisschen zu riskant, der Pass von Traxler. Oder Kalou, oder wer immer das war. Jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen Ruhe reinbringen. Ja, klappt. Da sollte auch hin. Ja, aus der Drehung, da hätte ich mir erst noch die Zeit nehmen müssen, zuerst zum Gegner zu schauen und dann halt in den Lauf zu passen. Einmal für uns, glaube ich. Oh, es laggt, es laggt, es laggt! Was? Ich habe doch den Ball und der Gegner kommt doch in mich reingerannt. Das kann doch kein Foul sein. Oh Gott. So, dann ist er wieder bei uns. Diesmal klären wir direkt raus. Komm. Sehr gut. Gustl auf Junusevic. Glück gehabt. Oh, den habe ich schon drin gesehen. Schade, schade, schade. Das war eigentlich eine typische Kalou-Situation. Nicht wirklich auffällig, aber einfach mal machen. War, denke ich, auch nur knapp, aber okay. Und komm, ach, geh doch ran. Mist. Den Ball hätte man, denke ich, haben können. Volland fängt immerhin ab und lässt den Gegner nicht durch. Ist zwar blöd, dass es ein Einwurf wurde, aber ist, denke ich, besser, dass es ein Einwurf war, als dass der Gegner durch ist. So, jetzt, ja, jetzt ist der Gegner auch mal vor dem Tor. Hoffen wir mal, dass er jetzt nicht direkt ein Tor macht mit der Ecke. Leno ist da. Und Kalou! Ach, Kalou! Oder wer war auch immer das war, der da Scheiße gebaut hat. Junusevic oder Rodriguez, keine Ahnung. Ach, wer rennt denn da an Kalou rein, Idioten? Oh! Den habe ich auch schon drin gesehen. Wunderschöne Parade von Leno. Schöne Reflexe. Komm! Ach, Leno ist da. Sehr gut. So, könnte Kalou bekommen. Sehr gut. Oh, ich glaube, das war... Oh, okay, es war eine Ecke. Ich dachte schon, es wäre Volland gewesen. Warum geht denn der so... Merkwürdig. Ja. Ihr kennt mein Prinzip in so einer Situation lieber zu schnell als zu langsam geschossen, damit wir keinen Konter fressen. Und dann kommt halt manchmal auch richtiger Müll bei raus. Komm.
Ist der dann unser? Aber der Pass war merkwürdig. Keine Scheiße gebaut und Benzema gar nicht aus dem Schießen kommen lassen. So wie sich's gehört. Komm, Junusevic! Oh, geblockt, schade. Das machen wir wieder mal im Kurzen, weil die Lang haben gerade alle nicht funktioniert. Oh, Glück gehabt. Auf dem Rodi, auf dem Guten. Nächste Ecke. Aber ich bin auf jeden Fall gefährlicher als der Gegner. Das ist doch schon mal schön. Und jetzt! Oh, das gibt's doch nicht. Schöner Kopfball, aber hat leider nicht gereicht. Wieder mal nur in die Arme. Der zweite, der direkt in die Arme von Ter Stegen geht. Auch hier wieder 64% Passgenauigkeit beim Gegner. Dann noch 85% bei mir, aber auch die anderen Werte, außer die Zweikämpfe, sprechen da für mich. Aber wie gesagt, wer viele Zweikämpfe gewinnt, das liegt oft daran, wenn man halt einfach oft in brenzligen Situationen ist. Natürlich. Ich hatte es noch nicht gefoult, aber ist okay. Ach, genau das wollte ich doch decken. Komm, Leno. Gut. Kurz mal die andere Seite angetäuscht, damit er da hinrennt. Das war knapp, aber okay. Gustavo bleibt dran. Kalou macht es dann leider nicht geil. Schade. Das ist der nächste Angriff für uns, hoffe ich mal. Oh Gott, der war ja richtig schwach. Nicht mal abgefälscht, scheiße. Und der nächste Angriff für uns. Hätte zwar genau gepasst, aber war nicht gefährlich genug. Geil, wie soll der denn ankommen? Rennen wir mal ein Stück. Mit Vollan war das, oder? Ne, Junusevic, okay, interessant. Oh, Freunde, jetzt habt ihr es aber einen Tick zu kompliziert gemacht. Was macht der denn? Er will wohl unbedingt ein Gegentor, also ich habe nichts dagegen, aber ich find's merkwürdig. Oh nein, jetzt gibt's einen ekligen Konter. Aber schön, wie er da mehr oder weniger, also es war ja schon mehr Lack als durchgepasst, würde ich mal sagen. Oh, ich dachte schon, jetzt gibt's hier, oh, das unverdiente 1-0 vom Gegner. Aber wir müssen halt mal eins schießen, ne? Das wäre halt mal von großem Vorteil, hier mal eins zu machen. Verdient wär's, denke ich. Schade. Da habe ich doch Zeit, mich zu positionieren, Mäusel. Das bringt doch nichts. Da hatte leider Chanaluk ein bisschen Probleme mit der Ballkontrolle, wie man gesehen hat. Was hat er denn immer vor? Er will mir doch nicht erzählen, dass das sonst klappt. Das war nicht so geil, aber ging nochmal gut.
Och Mann! Lass doch mal so einen Schuss durch! Wie Kalou die ganze Zeit ein Tor schießen will, aber einfach nicht darf. Der war kurz angetippt, der Laufpass. Für, ich glaube, Draxler war da gedacht und nicht für Kalou. Rudi ist da. Boah, schöner Schuss mit dem schwachen Rechten. Knapp daneben, schade. Oh, da ist keiner von mir. Noch nicht. Kein Distanzschuss bitte. Sehr gut. Das kann Groß leider. Das war knapp, aber hat noch geklappt. Ein Wurf. Ah, ich glaube, das wird ein Unentschieden, wenn ich nicht noch irgendwie ein spätes Tor schaffe. Wobei ich nach wie vor der Meinung bin, es wäre verdient. Nimm doch den Ball mit! Mein! Elfmeter. Was? Ich habe gar nicht mehr reagiert, weil es ein Elfmeter war. Boah, was für ein Lacker, ey. Also jetzt ist der Sieg logischerweise mehr als verdient. Oh, der spielt so schlecht, das ist so unfair. Und sich hier noch nicht führt. Vor allem nach dem Elfmeter-Ding jetzt, also bitte. Was sowas von Elfmeter? Schöner Schuss von Kalou. Komm jetzt. Na gut, nochmal ein Einwurf. Fuck. Da wollte ich es wieder zu geil machen. Oh nein. Ach, hier ist noch einer zum Glück. Naja, man kann leider nicht... Oh, es wird eklig. Man kann leider nicht jedes Spiel gewinnen. Boah! Zum Glück gab das kein Gegentor. Ist keiner mehr. Fuck! Na, das war's. Naja, man kann sagen, wenigstens die Null gehalten. Wenn man die Dinger halt nicht macht, hat man Pech gehabt. Aber zumindest kein Tor zugelassen. Und die Null gehalten. Und das, nachdem wir schon das letzte Spiel 3-0 gewonnen haben. Ich denke, das ist schon mal okay. Man kann halt leider nicht jedes Spiel gewinnen. Und Leno, bester Mann, hä? So ein totaler Gegner gar nicht. Was, ich hatte 8 Paraden, aber bestimmt viele Paraden nach Ecken. Und ich habe mal den Ball festgehalten oder so. Ja, Ter Stegen ist nämlich bester Mann auf dem Feld mit 9,5 Bewertungen und 12 Paraden, ich wollte schon sagen. Und ja, schade, sollte nicht sein, aber wie gesagt, ich bin trotzdem zufrieden mit dem Spiel. Das erste Ding halt von Kalou, da habe ich wahrscheinlich zu sehr aufgezogen. Oh, das hätte wahrscheinlich ein Tor werden können. Schade, oder zumindest hätte es aufs Tor gehen müssen. Und da habe ich einfach ein bisschen zu sehr aufgezogen, denke ich. So vom Gefühl her. 88% Passgenauigkeit, das ist so geil. Also daran sieht man einfach, wenn ich konzentriert spiele und der Gegner mich nicht zu sehr nervt, dann kann ich halt auch einfach mal mit einer guten Passgenauigkeit überzeugen. Und ja, ich war klar der bessere Spieler, aber wie gesagt, ich bin erstmal zufrieden, weil ich zu 0 gespielt habe und wenig zugelassen habe. Und ja, es gab jetzt auch... Gut, der Elfmeter, ne? Die erste Situation, wo ich das ja aufziehe, dann der Elfmeter. Also das war auf jeden Fall ein Elfmeter. Das war natürlich schon eine sehr ärgerliche Situation, aber gerade beim Elfmeter kann ich natürlich nichts dagegen machen. Erledigte Aufgaben. Was habe ich denn für eine Aufgabe erledigt?
Ich weiß gerade nicht, was ich gemacht habe, aber egal. Gut, wir müssen dann beim nächsten Mal nochmal mit der Bundesliga spielen, weil unser Perisic noch verletzt ist. Leno bekommt dann logischerweise noch einen Vertrag und Piszczek auch. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten hoffentlich bis morgen. Tschö, tschö.